Windpark? Am Rohrenkopf haben wir einen Windpark auf einem guten, auf einem exponierten Standort mit exzellenter Windhöfigkeit. Es ist, und ich sage das so deutlich, eine Investition in eine klimafreundliche Zukunft, weshalb ich sie auch begrüße. Wir dürfen hier heute 5 Anlagen in Betrieb nehmen und ich persönlich finde das richtig wichtig und auch gut nach einem Prozess, den wir miteinander geführt haben, in dem alle Belange abgewogen wurden. Wir hatten im politischen Bereich auch gewisse Herausforderungen, da das Projekt ja nicht von allen begrüßt wurde und leider auch immer noch nicht wird. Wir haben 5 Anlagen jetzt hier oben realisiert und wir rechnen mit einer Jahresstromproduktion, die für etwa 15.000 Haushalte ausreicht. Wir sind davon überzeugt, dass wir von fossilen und atomaren Stromerzeugungen wegkommen müssen, und zwar dringend, sehr schnell. Das heißt, wir müssen massiv in die erneuerbaren Energien investieren. Wenn man sich die Energiewende anschaut, dann sieht man, dass die Haupterzeugungsanlagen, regenerative Erzeugungsanlagen, bisher in Norddeutschland errichtet worden sind. Die Hauptindustrie sitzt aber im Süden. Tolles Projekt, also ich persönlich könnte gleich am liebsten sofort das nächste machen. Wir hatten ein tolles Team, deshalb ist einerseits Wehmut dabei, andererseits ist es aber auch natürlich Erleichterung. Also es ist auch ganz viel Stolz, es jetzt geschafft zu haben, und eben auch, dann gehört eine kleine Feier einfach dazu. Ja? Also ein bisschen Schulterklopfen. Jetzt hoffentlich die nächsten 20 Jahre immer schön viel Wind, damit wir hier oben auch wirklich schön viel Ökostrom produzieren können.